Servus, liebe Leute. Heute zu einer kurzen Update-Information in Clash Royale. Sonst waren es ja nur Update-Ideen. Heute zu einer richtigen Information, die von Supercell bestätigt wurde und auch so kommen wird. Es soll anscheinend Level 13er King Tower und Crown Tower geben. Das heißt, es geht nicht wie bisher bis 12, sondern bis 13. Des Weiteren wurden diverse Caps gesenkt. Das heißt, es muss ja natürlich was erhöht werden, wenn es bis 13 geht. Das heißt, bei den gewöhnlichen Karten wurde es auf 13 erhöht, bei den Rare-Karten auf 11, bei den epischen Karten ist es so geblieben, denn das war eh schon zu krass, das auf 8 zu bringen. Und bei den Legendary-Cards oder legendären Karten wurde es 1 runtergesetzt und Supercell hat daher angekündigt, dass noch was, also dass die Spieler, wo das schon erreicht haben, bekommen da ein paar Gems und ja, den Ausgleich weiß man jetzt noch nicht, wie das aussieht und wie viel XP man für Level 13 braucht natürlich auch nicht. Aber was ich noch cool finde, ist, dass Supercell angekündigt hat, dass man Legendary Cards im Shop kaufen kann, natürlich sehr, sehr selten, also das vielleicht einmal in der Woche, einmal im Monat irgendwann auftaucht, keine Ahnung, ist natürlich nichts bekannt und ja, ich würde mal sagen, das war's für das Video, Jungs, haut mal rein, bis morgen und kurze Information zwischendurch, haut rein, bis dann, ciao, ciao. Din baro mână se dă răsprind țărână cu țăranul clasic braț la braț sau de mână trage buza peste din fraiere cam avut pize ca aia deci puie băi te-am văzut la disco ești mișto bineînțeles căutai putul ce pe GPS când ai el la bară te faci foc și pară blocul pentru tine un sac pe verticală mergi la sală ca un prost fără rost un copos nu știe că îmbrac un prost când lași geamul jos băi ai grijă ce zici că te zbor din ești trinci.